Hallöchen und herzlich willkommen bei Let's Play Guild Wars 2, einer neuen Aufnahme. Und ich habe leider eine etwas schlechte Nachricht, denn... Warte mal, ich verteidige hier mal nebenher. Ich habe eine etwas schlechte Nachricht, da mein Account gehackt wurde. Und ich jetzt kein Geld mehr habe. Also er hat anscheinend nichts arg Schlimmes gemacht. Aber ich habe jetzt hier halt kein Geld mehr. Ich war ja auch noch nicht so arg so weit, muss man dazu sagen. Und ja, jetzt bin ich halt gerade am Überlegen, wie ich das regel, was ich da noch machen könnte jetzt. Ich werde für euch natürlich einfach weiter LP'en. Das ist keine Frage. Aber ansonsten muss ich da mal ein bisschen gucken, dass ich da nicht, dass mir das nicht nochmal passiert. Ich habe jetzt auch so ein, wie nennt man das, Handy Authenticator benutzt und oh, ich habe 5 Kupfer, wie ihr seht jetzt wieder. Also benutze ich ab jetzt und ich hoffe mal, das passt dann fürs Erste. Und dass sowas nicht nochmal passiert. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ich nehme jetzt natürlich erstmal alles auf, weil ich, wow, ich brauche unbedingt das Geld. Das ist ja klar, das ist wichtig. Dennoch weiter zu dem LP. Ich bin gerade am Überlegen, was ich so mache als nächstes. Ja, Level 11 ungefähr werden wir die Quest nochmal probieren. Ich hoffe einfach mal, dass das gut funktioniert dann. So, dann tun wir die beiden hier mal wieder beleben. Übrigens, hier ist gerade wieder so auferstandenen Wellen und... Oh, was ist so ein Dicker. Und die, wir sollen hier die Stadt beschützen. Das ist halt jetzt gerade etwas, was nebenher passiert. Ich hoffe halt echt, dass sowas wie der Hack nicht nochmal passiert, weil das ist mehr als ärgerlich, wenn sowas passiert. Und, ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu eigentlich noch sagen könnte. Zudem, vielleicht weiß es ja einer von euch, ob es irgendwie möglich ist, das Geld zwischen seinen Charakteren hin und her zu tauschen, weil dieserjenige Hacker hat einen Charakter erstellt und, hey, ich bin Stufe 10, hat einen Charakter erstellt und dieser ist, ich glaube Level 55 oder so und hat 2 Gold drauf. Wenn ich mir die eigentlich zurückholen könnte, wäre alles wieder beim Alten auf jeden Fall. Ja, ich bin gerade so, boah, ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen doof gelaufen jetzt. Ich hoffe, wie gesagt, dass das nicht nochmal passiert. Das sage ich jetzt, glaube ich, schon zum 5. Mal, aber das ist egal. Es wird auf jeden Fall meine LPs vorerst mal nicht beeinträchtigen. Außer es passiert halt noch öfters, dann muss ich mal schauen, was sich da genauer machen lässt. Jetzt haben wir hier noch so einen zweiten Siegelfertigkeitsplatz bekommen. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Wie lange, nicht wie lange, was ich davon nehmen könnte. Zweimal, das können wir nicht nehmen, ne? Naja, dann behalten wir das mal hier. Erhaltet die Chance, Feinden Zustände Basis eurer Einstimmung zuzufügen. Noch mehr Verbrennungsschaden. Würde ich eigentlich ungern machen. Dann schaue ich jetzt erstmal woanders rein. Und zwar nicht, nein, nicht in das, wobei hier haben wir noch 2 Beutel. Und ein bisschen, ja gut, haben wir wieder 36 Kupfer. Ich wollte nämlich eigentlich das, diese Folge starten damit, dass ich erstmal ein paar neue Sachen für mich besorge. Das ist jetzt aber leider schlecht machbar. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt gerade ein bisschen rumgrinde. Das mache ich nur nebenher, um zu überlegen, was ich jetzt als nächstes machen könnte. Weil für die, ich habe zwar gesagt, mit Level 10 will ich in die Quest rein, aber ich würde eigentlich trotzdem gerne noch neue Items kaufen. Na los. Ach, behindert. Jetzt rennt das Vieh da wieder weg. So. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr. Schauen wir mal kurz auf die Map, um zu gucken. Hier haben wir ein mysteriöses Geschenk. Ich würde mal sagen, da gehen wir hin. Weil das sind irgendwelche Specials für dieses Winter... ja, für das Weihnachtsevent. Und dann gehen wir da mal hin, schauen uns das an. Eventuell können wir das hier gut gebrauchen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt, so. Was ist das denn? Ist das euer Ernst?
Ist das euer Scheiß Ernst? Oh Gott. Heal. Ich bin mächtig. So, kommen die beiden. Schnappen uns doch jetzt. Aber die heilen sich wieder scheiße. Ich hoffe, die beiden drehen gleich um. Nein, 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 nein. Ich kann mich noch nicht heilen. Nein, 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 nein. Oh, es ist knapp. Jetzt kann ich mich... Ah, Kampf ums Überleben. Machen wir das einfach so. Zack. Da können wir... Oh, das gibt's doch nicht. Komm schon. Ja, den sollten wir doch hinkriegen. Sehr nice. Und jetzt heilen. Oh, was ist das denn bitte für ein Winter-Event? Ich kann nicht mehr lange. Stirb einfach elendig. Was willst du denn jetzt eigentlich? Nein. Komm schon, wenn ich dich schon anhitte, will ich auch, dass du tot bist. Danke. Dieses Geschenk ist verschwunden, oder? Oh, ist das hell hier? Seht ihr das? Was ist ein Geleuchte? Ja, dieses Geschenk scheint verschwunden zu sein. Schade. Ja, komm. Stirb einfach. Vielleicht denkt ihr das nächste Mal vorher nach. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin nur noch ein bisschen genervt davon, dass mein Account gehackt wurde. Kupfererz, ja, wir haben eh kein... nichts zum Abbauen für Erze dabei, glaube ich. Nee. Schauen wir mal kurz. Nochmal auf die Map und... ich überlege gerade, was ich machen könnte. Wir haben ja schon ziemlich viel gemacht. Hier, dann würde ich sagen, wir gehen mal da hoch. Schauen uns hier diese Sehenswürdigkeit an, diese Sehenswürdigkeit an. Machen wir das einfach mal so. Laufen mal da lang. Hoffen, dass wir bis dann Stufe 11 werden. Wenn wir Stufe 11 sind, machen wir dann unsere Quest weiter. Und, ja, dann schauen wir mal einfach mal weiter. Hoffentlich schaffen wir die Quest. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt schon in der... in dieser Aufnahme starte. Also in dieser Aufnahme die Quest mal nochmal probiere. Das muss ich schauen. Das entscheide ich ziemlich spontan. Ihr seid noch brav. Ja, ihr seid brav. Nicht, dass ihr mich auf einmal anfallt. Jetzt muss ich da erstmal außen rumlaufen. Helft den Lautlosen. Oh, wisst ihr was? Da gehen wir doch darüber. Und machen hier weiter. Keine Frage. Klare Sache. So, zack. Und hier, schauen wir mal, gibt es hier was Besonderes? Eine Kauffrau. Ja, die hat so klassisches Zeug. Jetzt muss ich erstmal gucken, was unsere Aufgabe nochmal ist. Repariert Fischernetze und Fallen, dezimiert die Wellenräder und helft den Taurern und wehrt die Überfälle des Albtraumhofes ab. Jetzt gehe ich immer mal hin und mache irgendwas, weil... hier, Krebsfalle. Die Krebse sind aber... wow. Hey, 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 hey. Mein Freund. Geblockt? Ist das dein Ernst? Können alle Krebse so einen Shit blocken? Bist du jetzt auch noch abhauen? Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Dafür kriegen wir wahrscheinlich... nee, dafür kriegen wir keinen. Hier, den da.
Sehr schön. Die Lautlosen, denen helfen wir ja übrigens gerade. Ich weiß gar nicht, ob die hier Erfahrung geben. Schauen wir einfach mal. Probieren es aus. Ne, die helfen jetzt zur Quest leider nicht. Aber um trotzdem noch ein bisschen Erfahrung mitzunehmen. Wäre das cool, wenn ich da noch ein bisschen level. Dann, das kann man ja immer gebrauchen. Ich habe das dumme Gefühl, ich mache mehr Schaden. Ich weiß nicht warum. So, du hielst dich doch eh gleich wieder ein. Sehr schön. Und da läuft er wieder voll rein in das Feuer. So, jetzt schauen wir mal genauer nach Questzeugs. Fischernetze, da müssen wir bestimmt ins Wasser. Da müssen wir bestimmt ins Wasser und schauen dort mal nach, ob wir da ein paar Fischernetze finden. Und gehen wir mal auf Tauchaktion hier. Oh. Ah, dezimiert die Wellenrad. Da kann ich eigentlich unendlich lang atmen unter Wasser. Aber ich habe eine ganz andere Waffe unter Wasser, die absolut keinen Schaden macht. Wie geil ist das denn bitte? Also nicht das mit dem keinen Schaden, das würde ich mir gerne anders wünschen. Das ist ja cool. Irgendwo. Aber es dauert nur gerade im Moment ewig. Mensch, du Mistvieh, kannst du nicht mehr einfach mal sterben? Haut der jetzt ab? Ach Mist, ich bin zu weit weggegangen. Wie der jetzt, kann ich den nochmal von vorne machen? So, das wird jetzt nochmal ein Weilchen dauern, aber der macht mir ja, glaube ich, auch nicht arg viel Schaden. Nee, und wenn, dann teile ich mich dann wieder ein bisschen hoch. Was kann ich denn ansonsten noch mit euch... Uah, wie war das mit dem Hochheilen? Wow, 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 wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stirb einfach. Stirb einfach. Boah, das war knapp. Kleines Wintertagsgeschenk bekommen. Mir fällt gerade auf, dass der Freund auch was in den Optionen geändert hat. Ach, Uhr sind doch nicht die Optionen. Hier. Optionen. Und zwar. Natürlich beste Qualität. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ist das hier oder da unten? Uhr im Spiel, Ortszeit, Teamfarben nur Gegner. Automatisches Plündern, das hätte ich nämlich gerne nicht. Alle Namen übrigens anzeigen. Da sehen wir das direkt. Ja. Ja. Gut, das ist mir egal. Mit Gruppen habe ich nämlich im Moment eh nichts am Hut. Aber das automatisch Plündern ist... Ich weiß nicht. Mein Inventar ist doch... Ich bin schon wieder auf O gekommen. Mein Inventar ist doch dann ziemlich ruckzuck voll. Außerordentlich Bollsocken. Oder wisst ihr was? Ich lasse das einfach so. Wo hatten wir es? Hier, automatisch Plündern. Ich lasse das einfach mal. Und, was heißt das da eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich will nicht darauf drücken. Gehen wir mal wieder unter Wasser. Schauen wir mal, was da noch so geht. Versuchen wir den hier mal wieder. Oh, da kommt schon dieser Wellenreiter. Verpiss dich einfach, du Drecksmistvieh. Boah, macht den Schaden. Ich hoffe, ich habe gleich noch eine weitere Attacke. Oh Gott.
Oh, ich hasse es, wenn ich immer wieder auftauche. Wie taucht man nochmal ab? Oh, schwimmt zur Oberfläche. Ja. Ich bin noch an der Oberfläche. Ah. Ich will nur den Taucher wiederbeleben. Ihr rettet mir den Tag. So. So, jetzt müssen wir wieder ewig warten, bis da irgendwas funktioniert. Drücken uns mal dann direkt den Heal rein. Oh, 120 Schaden? Nein! Nein! Wie viele sind das denn jetzt bitte? Oh Gott! Ich will den einen noch töten, komm schon. Danke. Jetzt weg. Boah. Was für ein Krampf. Diese Quests sind anstrengend. Da kommt jetzt aber keiner, der mich nervt. Nee, da kommt keiner, der mich nervt. So, dann haben wir den nächsten geholfen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob es nicht irgendwas Besseres zu tun gibt, außer gegen diese Wellenreiter zu kämpfen, weil die sind mir ein bisschen zu stark, da ich unter Wasser ja noch absolut null Erfahrung habe. So. Mann. Sehr schön. Den haben wir ziemlich schnell gegrillt. 48, ey. Bis wir da, auch wenn es echt nicht arg viel Geld war, aber bis wir das wieder zusammen haben, ist schon ein bisschen nervig. Hopp, reparieren wir das. Und hier ist noch eine Krebsfalle. Gegen den Krebs, der da rauskommt, will ich aber an Land kämpfen. Kommt gar keiner raus. Okay, gut. Gut, dann hat sich das erledigt. Haben wir noch irgendwo eine... Können wir die nicht hier... Doch, können wir. Das ist eigentlich badass, aber diese Viecher nerven mich. Das macht doch schon viel mehr Schaden und die gehen viel mehr... und die sterben viel schneller. So, zack. Und die Erfahrung kriegen wir auch. So, kommt dann Krebs raus. Nö. Irgendwie nicht, ne? Aber looten können wir den noch. Komm. So, eine Flosse bekommen. Und das Fischernetz reparieren. Jetzt haben wir es doch schon bald geschafft. Hier ist noch eine Krebsfalle. Kommt da ein Krebs raus? Nein, sieht nicht so aus. Und ist hier sonst noch irgendwo was? Da ist noch eine Krebsfalle. Das dürfte eigentlich lang. Ja. Da kommt jetzt ein Krebs raus. Achtung. Ne? Auch nicht. Super Sache. Gab schön Erfahrung. Und da wir ja dieses Karma haben. Oder haben wir das noch? Ja, das Karma haben wir noch. Gehen wir mal zur komischen Tussi hier und gucken mal, ob die... Welche von denen waren das jetzt hier? Da drin. Schauen wir mal, ob die irgendwas hat. Eine stille Muschel. Ein lautloser Hammer. Und irgendwas anderes. Was aussieht, als würden wir es nicht gebrauchen können. Haben wir sonst noch irgendwas bekommen, was wir aufmachen können? Nein, haben wir nicht.